Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lia's Crime Time. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Ich freue mich über jeden, der auch neu dazugekommen ist. Mein Name ist Lia und bei mir gibt es im Schnitt zwei bis drei Folgen meines Podcasts in der Woche bzw. auch YouTube-Videos, je nachdem, wo ihr mich hört. Ja, und ich würde sagen, heute starten wir direkt mit einem recht aktuellen vermissten Fall aus diesem Jahr. Und zwar geht es um Oliver Heise. Oliver ist 23 Jahre alt und er kommt wohl aus dem Landkreis Diepholz, genauer gesagt Lempförde. Wobei ich da nun schon mehrere Orte gelesen habe, die mir als Ostwestfälien auch alle bekannt waren. Das ist relativ dörflich in der Gegend, aber ähm, irgendwo in diesem Gebiet hat Oliver scheinbar gelebt hier in Deutschland. Und Oliver arbeitete hier in Deutschland als Chemielaborant. Er galt als ein weltoffener, kontaktfreudiger Mensch, der gerne alleine auf Reisen ging, am liebsten wohl aber mit dem Rucksack. Und in die Orte, wo Oliver so Urlaub machte, half er auch gerne mal mit kleinen Arbeiten aus, wofür er dann im Gegenzug zum Beispiel kostenfreies Essen bekam. Am 3. August diesen Jahres hatte Oliver wieder eine Reise geplant. Dort flog er dann von dem Flughafen in Hannover los über... Fuerte ventura nach gran canaria und dort wollte er dann weiter nach teneriffa und la gomera am 4.8. erreichte oliver nachweislich noch teneriffa er postete dann auch seine Fotos von seinen Urlauben wohl auch gerne in sozialen Medien, vielleicht Instagram oder Facebook, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und er hielt auch immer Kontakt zu Freunden oder der Familie und postete dann halt auch und schickte Fotos und sowas. Aber diesmal war das anders. Ab dem Abend des 4. August diesen Jahres gibt es kein Lebenszeichen mehr von Oliver Heiser. Die Nachrichten, die noch an Oliver gesendet wurden nach dem 4.8., wurden zwar noch zugestellt, aber sie wurden nicht mehr gelesen. Das Handy blieb dann noch zwei Tage an, das konnte man feststellen, bis man vermutet, dass eben dann der Akku leer gewesen sein muss oder eben das Handy vielleicht entwendet wurde und ausgemacht wurde. Am 8. August wird Olivers Mutter hier in Deutschland dann langsam unruhig. Ihr Sohn meldet sich natürlich auch die ganze Zeit nicht und dann ja, wird sie am Ende so unruhig, dass sie ihn auf der Wache in Stolzenau als vermisst meldet. Und sie sagt auch, er hatte sich zwar noch gemeldet, dass er gut angekommen sei, aber danach war Funkstille. Auf Gran Canaria soll wohl Oliver auch in einer Höhle übernachtet haben, hat das, glaube ich, auch schon häufiger mal gemacht. Also er war jetzt so ein Typ, der nicht unbedingt in Hotels geschlafen hat. Und ähm, die Polizei hier in Deutschland, die jetzt eng mit den Behörden in Spanien zusammenarbeitet, überprüfte auch die Telefondaten von Oliver, und das letzte Mal hat er sich demnach nachweislich vermutlich im Bereich der Ostküste von Teneriffa aufgehalten, bis die Verbindung abbrach. Ob da natürlich Oliver das Handy jetzt noch hatte oder jemand anders, weiß man ja nicht. Aber wenn das Handy jetzt eng bei Oliver war, muss er sich dort aufgehalten haben. Die spanische Polizei suchte auch natürlich nach Oliver, der eigentlich am 16. August zurück nach Deutschland kommen wollte. Man hat auch am Flughafen auf ihn gewartet, aber er ist leider ja nicht erschienen. Und es gab auch Öffentlichkeitsfahndungen im Rundfunk, der Presse und in sozialen Netzwerken. Da wurde nach Oliver gesucht. Und sein Bruder stellte auch bei Instagram einen Hilferuf ein, auch in Spanisch. Das verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Und eine spanische Zeitung hat berichtet, ein Barbesitzer, der will Oliver noch gesehen haben und er meldete sich am 20. August also deutlich später, dass er einen jungen Mann gesehen haben wolle, auf den die Beschreibung von Oliver passen könnte und diese Bar, die befindet sich auch in der Nähe der Stelle, an der Oliver sein letztes Foto in den sozialen Medien geteilt hat. Ermittler suchten dann auch mit Hochdruck in dem Zeitraum noch Oliver, auch Hunde wurden da eingesetzt, aber der gewünschte Erfolg in Spanien der blieb ja leider komplett aus. Und deshalb bittet halt die spanische Behörde, vor allem Touristen um Hilfe, die auf Wanderwegen oder Schützhütten oder Campingplätzen unterwegs waren und vielleicht Beobachtungen gemacht haben. Das gilt auch für euch. Vielleicht wart ihr ja gerade in Spanien im August und ähm, könnt da vielleicht weiterhelfen. Vielleicht bringt mein kleiner äh, Podcast bzw. meine kleine Folge ja jemanden dazu, sich zu melden. Manchmal will es der Zufall ja so. Oder eben auch Deutsche, die äh, da Urlaub selbst gemacht haben und Oliver vielleicht sogar gesehen haben oder Fotos haben, die sie mal durchgucken könnten. Ähm, es ist ja alles möglich. Ne? Das letzte Foto Olivers zeigt ihn auf einer Anhöhe mit rotem Sand, Stromleitungen und einem Felsen mit Blick aufs Meer. Da könnte er sich also auch aufgehalten haben. Und er trug halt auch ganz oft ein Beduinentuch auf dem Kopf. Also, das ist auch auffällig gewesen. Vielleicht erinnert sich ja jemand auch daran. Und das war auch am 4. August entstanden, das ähm, Foto mit dem Beduinentuch. Das soll er aber, wie gesagt, häufiger getragen haben. Auf Teneriffa ähm, ist das Foto auch entstanden. Und Olivers Mutter, die meldet sich auch verzweifelt in Gran Canaria-Gruppen und bittet da um Hinweise. Also, die Familie ist halt total verzweifelt. Und Olivers Verwandte, die mutmaßen auch, dass er vielleicht per Fähre zur Nachbarinsel verreist sein könnte. Und am Mittwoch, dem 31. August 2022 natürlich, es ist ja dieses Jahr passiert, wurde auch ein Hinweisportal zum vermissten Fall eingerichtet, wo man zum Beispiel auch Fotos oder Videos hochladen könnte. Also falls da jemand irgendwie Material hat, kann er das da auf dieser Seite hochladen, die verlinke ich euch auch. Und weil man natürlich auch nichts unversucht lassen wollte, ging man mit dem Fall auch im September zu Aktenzeichen XY. Ich habe euch aber den Fall ganz bewusst erst jetzt vorgestellt, weil ich dachte, vielleicht wird er in der Zeit noch gefunden. Das war aber leider nicht der Fall. Der Stand nach der Sendung am 21.09. waren 13 Hinweise zu dem Verbleib von Oliver. Das war übrigens auch kein richtiger Filmfall, sondern man suchte eben nur nach Hinweisen. Das gibt es ja ab und zu mal. Dass Rudi dann da einfach so ein bisschen um Mithilfe bittet. Und sieben von diesen 13 Hinweisen seien noch über dieses Hinweisportal, von dem ich eben kurz sprach, hereingekommen. Aber sagen die Ermittler, ein wirklich konkreter Hinweis zum Aufenthaltsort von Oliver war leider nicht dabei. Aber es sei nicht ausgeschlossen, dass man mit den Hinweisen eben neue Ermittlungsschritte oder eine Eingrenzung des Suchgebiets erreichen könnte. Der überwiegende Teil stammte übrigens von Touristen aus Deutschland, die nach dem Urlaub wieder zu Hause waren, deswegen habe ich das jetzt eben auch nochmal so explizit erwähnt. Und den Ermittlern liegen übrigens keine Hinweise vor, dass Oliver bewusst den Kontakt zu seinem gewohnten Lebensumfeld abgebrochen haben könnte, zu Familie, zu Freunden oder so. Da gibt es gar keine Hinweise für. Auch gibt es bisher keinen Anhaltspunkt für eine Straftat oder einen Unfall. Ob das Thema Suizid eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Wurde aber auch nichts von berichtet, falls die Frage jetzt aufkommt. Ja, wie gesagt, falls ihr Hinweise habt, ich setze euch das alles mal in die Beschreibung. Und ich möchte mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, wie es der Familie von Oliver nun geht. Die sind in Deutschland, der Sohn im Ausland und er ist scheinbar im Moment zumindest so ein bisschen wie vom Erdboden verschluckt. Und ich war nur ein einziges Mal in Spanien. Ich kenne das Gebiet da gar nicht, wo Oliver sich so aufhielt, nur vom Namen eben. Aber vielleicht gibt es ja Zuhörer oder Zuschauer unter uns, die mir zu dem Gebiet, wo Oliver aufgebrochen ist, irgendwas mitteilen könnten, ob es da auch gefährliche Strecken gibt oder wie auch immer. Vielleicht kann ja ein Zuhörer, ein Zuschauer mir dazu was sagen. Und da er ja auch öfters wohl in Höhlen geschlafen haben soll, ich habe da leider nicht so die Ahnung, wie gefährlich sowas ist. Ich stelle es mir als Frau sehr gefährlich vor. Aber vielleicht ist es das ja auch gar nicht. Vielleicht wisst ihr da ja auch mehr. Und er soll wohl ja auch Rucksacktourist gewesen sein. Hat demnach, was man so lesen konnte, wohl gerne draußen geschlafen oder eben bei Leuten gegen Arbeitsleistung. Hört sich für mich eher weniger wie so ein typischer Hotelurlaub an. Deswegen ähm, denke ich, könnte sowas auch mit Gefahren behaftet sein. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich denke schon, ähm, dass das um einiges gefährlicher sein könnte. Ja, ihr Lieben, was meint ihr, was könnte mit Oliver Heise passiert sein? Da man ja nun leider schon fast drei Monate nichts mehr von ihm gehört hat, hoffe ich natürlich trotzdem das Beste für die Familie. Auch wenn die sich mit Sicherheit auch vor Sorgen und ähm, Gedanken. Ja, vielleicht gar nicht mehr schlafen können. Das quält einen ja auch die ganze Zeit. Man fragt sich, geht's ihm gut, lebt er noch? Das ist so, so schrecklich. Und bald wird es übrigens auf meinem Kanal auch eine Neuauflage von dem vermissten Fall von Robert Bell geben. Dieser verschwand damals in Frankreich, auch gebürtig aus Deutschland, und ist quasi auch wie vom Erdboden verschluckt. Und daher kann ich mir nun nur schon mal so ein bisschen ähm, besser vorstellen, auch wenn ich selbst nie betroffen war, wie Familien sich da fühlen müssen, weil ich jetzt eben mit einer Familie oder mit einem Familienteil zusammenarbeite, wo eben der Bruder bis heute auch im Ausland nie wieder aufgetaucht ist. Und die Ungewissheit ist, glaube ich, echt das Schlimmste, was man nur durchmachen kann. Und ich hoffe da wirklich für die Familie von Oliver Heise auf ein gutes Ende, vielleicht eine Auszeit, die er sich nehmen wollte, oder ja, irgendetwas passiert ist, aber er eben nicht zu Tode gekommen ist, dass man ihn noch finden kann. Das hoffe ich wirklich, weil ansonsten muss man natürlich mit dem Schlimmsten rechnen. Aber durch diese Arbeit jetzt mit ähm, einem Teil der Familie Bell ist es so, dass ich mich da jetzt so ein bisschen besser reinversetzen kann und ich will mir gar nicht vorstellen, wie es den wirklichen Angehörigen geht. Ich werde euch auf jeden Fall updaten, falls es Neuigkeiten zu dem Fall geben wird, natürlich. Der lag mir auch besonders am Herzen, da ich früher sehr viel in der Region Diepholz unterwegs war. Das ist alles so ein bisschen plattes Land. Diepholz jetzt nicht unbedingt, aber so drumrum, ähm, Stemmwede und äh, ja, Lübbecke vielleicht nicht ganz so, aber. Leute, die jetzt aus dem Gebiet kommen, die wissen, wie ländlich das da alles ist. Und da kennt eigentlich so jeder jeden. Und es war mir ein Anliegen, den Fall eben einmal vorzustellen. Er soll, glaube ich, auch aus Lempförde kommen. Das stand da auch. Lemförde kenne ich auch sehr gut von früher. Ähm, das sind dann einfach Fälle, die liegen mir besonders am Herzen. Und wo wir gerade von Fällen sprechen, die mir am Herzen liegen aus meiner Region. Im Fall von Agnes Niewöhner gibt es Neuigkeiten und auch. Ja, ein Ausgang, den ich mir nicht so gewünscht hätte in dieser Geschichte. Da gibt es ein Update zu, jetzt in den nächsten Folgen. Ähm, ich denke mal, die nächste Folge hiernach wird es schon werden, das Update. Ähm, da wurde ein Tatverdächtiger gefasst, aber mehr erzähle ich euch dann. Die Folge gibt es, wie gesagt, denke ich mal, als die nächste Folge, die nach jetzt äh, Oliver Heise kommen wird. Ja, meine Lieben, ich sage hiermit bis zum nächsten Mal, bis zu einer nächsten Folge, eure Lia.